Also ich habe diesmal eine Wahl getroffen, Orimoto Tatsumi. Dem bin ich begegnet, ich denke, es war 88, 1989. Von ihm habe ich relativ viel Material. Und die Begegnung fand zum ersten Mal statt, da er mich wohl einfach angeschrieben hatte. Er würde gerne in Köln etwas machen, und zwar sein Breadman. Das Verrückte ist gewesen, ich bin in Japan dann 1992 oder so etwas gewesen und habe eben noch seine Familie kennengelernt, sein Vater, seine Mutter, obwohl er so viel unterwegs ist und so als Künstler schon damals einen gewissen Namen hatte, hat er einfach zu Hause gerne gewohnt. Auf jeden Fall ist dann sein Vater relativ schnell gestorben, irgendwie 96, 97. Die Mutter wollte auch einfach sterben und er hat sie irgendwie fast immer gezwungen. Du musst aufstehen, du musst das machen. Und jeden Morgen ist er dann mit ihr spazieren gegangen. Und dann ist sie in einem Photoshop vorbeigegangen, wo man Porträtfotos mit einer Maschine machen konnte. Und hat dann mit ihr dann diese Fotos gemacht. Und so entwickelte sich nach und nach, dass er die Mutter in seine Performance-Ebenen und seine Communication-Art reinbezogen hat. Das wäre zum Beispiel so eine der Communication-Art-Installationen, Performancen, die immer parallel dann auch immer weiter seine Breadman reisen durch die ganze Welt und immer überall. Also diese Communication-Art ist... ging durch. Auf jeden Fall hatte die Mutter mehr und mehr reingezogen, bis die, ich glaube 94 oder 95 wurde sie, dann natürlich auch gestorben ist. Das war vor ein paar Jahren. Beethoven, Mama. Das ist ein Poster von dem Video, das er gemacht hat mit seiner Mutter. Beethoven, Mama, das ist wirklich unglaublich. Was schön an diesem Film ist, dass er auf einer gewissen Art und Weise seine Liebe zur Mutter zeigte und auch die Verpflichtung ihr gegenüber auf der anderen Seite, aber auch auf der anderen Seite eine gewisse Wut hatte, weil es ja natürlich eine Art Behinderung war, sie schon. Ne? Wunderschönes Foto, finde ich, wie die beiden zusammen gelebt haben, in einer Art Absurdität und sie war so wunderbar. Es ist einfach. Auf der einen Seite hat sie das fast stoisch mit sich machen lassen, was dazu, wie wirklich mit ihr gemacht hat, und er war manchmal nicht sehr freundlich, sondern später hat er dieses Phänomen zwischen der Mutter, also Art Mama und Tatsumi Orimoto sogar so weit erweitert, dass er dann in Spanien eingeladen worden ist und hat dann ein Essen für 50 Frauen gemacht, die alle über 80 oder so waren. Ne? Die hat dasselbe in Liverpool mit 50 English Masters gemacht. Und die bediente dann alle auch irgendwie. Leider habe ich das nicht sehen können. Da kommt wieder diese etwas die Ironie raus mit der Mama. Da war sie ziemlich krank schon. Das ist so eine wunderschöne Arbeit mit der Freundin von seiner Mutter. Ne? Mit denen hat er öfters solche Arbeiten gemacht, dass sie so irgendwelche Reifen um den Hals hatten. Und das gibt es als Poster, als Riesenposter. Das ist sehr schön, wie sie da so steht mit ihren dicken Schuhen. Das ist aus einem Workshop-Titel, denke ich. Ja? Das Herstellen von großen Schuhen. Und die Workshop-Teilnehmer. Der Umgang mit Tieren. Diese Arbeit habe ich leider nie gesehen. Aber sie hat eine gewisse Ironie zu dieser Gewalt, die im Boxen ist. Und kämpft dann, kann natürlich gar nichts sehen. Bekommt dann immer Prügel. Das zeigt auf eine gewisse Art und Weise auch wirklich eine. Sein Humor, also wirklich einen wahnsinnig verrückten Humor. Auf der anderen Seite ist auch zu sehen, dass er sich sehr politisch mit Phänomenen auseinandergesetzt hat. Das ist so etwas, eine ganz, ganz frühe Arbeit, also ich weiß, wo er angefangen hat,
wo er mir Bilder gezeigt hat, wie er noch in New York mit Schweinen gearbeitet hatte, also ganz, ganz früh in den, ich weiß nicht, bis Anfang der 80er waren oder Ende der 70er. Im Grunde habe ich das bei ihm immer gemacht, er hat eine Zuneigung zu den Leuten gehabt, das war so verrückt. Wenn ich mit ihm spazieren gegangen bin in Tokio oder Kawasaki City oder allgemein, wenn wir uns unterwegs irgendwo mal getroffen haben, er hat immer mit den Leuten auf der Straße gesprochen, immer angesprochen, einfach irgendwo dazwischen geredet und dann war er mittendrin tatsächlich. Dieser Kasten, das habe ich mal gesehen, also die Person guckte rein. Damit hat, also fand ich wunderschön, auf der Straße rumgestanden, Leute hingekommen, möchtest du reingucken. Und die Leute reingeguckt und da war drin, wurde ein Video abgedreht, wo er seiner Mutter morgens beim Waschen hilft. Und das konnte man zugucken, wie er ihr da hilft und das hat er so gezeigt, fand ich schon prima. Ne?